Und mit diesen epischen Musik begrüße ich euch nochmal herzlich zurück zur neuen Folge Mass Effect 2. Dieses Mal werden wir, oder ich werde es versuchen, diese Folge den DLC von den Shadow Broker zu Ende zu bringen. In der letzten Folge, habt ihr wahrscheinlich eh gesehen, haben Liara jetzt wieder als Teammitglied. Juhu. Vorsicht! Sie setzen Verstärkung ab, um uns zu bremsen. Sie haben die Tür blockiert. Verstärken Schilde. Ja, und der Shadowbook hat eine kleine Privatarmee, die ungefähr so ausgerüstet ist oder so ähnlich aufgebaut ist wie die andere Söldnertruppe, die Eclipse, Blue Suns, Bloodback etc. Aber eher wahrscheinlich eher Eclipse oder dann eher Blue Suns. Nur mit weißer und schwarzer Rüstung. Bankzugriff, ja. Kann man auch jeder so machen, ne? Blendgranaten. Ach, das ist auch ein Unterschied, sie können Blendgranaten schmeißen. Ich frage mich, ob die Entwicklung, als Mass Effect 2 noch entwickelt wurde, gedacht wurde, oder geplant wurde, dass die Söldnertrupps alle Sammelgranaten benutzen oder nur, dass es später hinzugefügt wurde. Nur bei den speziellen, Shadowbroker. Soldaten. Du hast eine Carnifex, wie schön. Hast du nichts dagegen zu setzen? Kontakt mit hinteren Zielen. Sie nehmen irgendwie, glaube ich, nochmal einen Transportwagen. Sie haben wohl keine andere mit der Schausrüstung parat. Naja, soweit man das auch sagen kann aus den anderen folgenden Part, hat der Shadowbroker oder seine Armee mehr oder weniger. Ja. Wie soll das am besten ausdrücken? Schnell versucht zu handeln, weil. Yay, wie toll. Na los, wir können drüber klettern, um zu Vasirs Wagen zu. Ja, gut. Ach ja, Vasir, die eine Spectre, die wohl für den Shadowbroker arbeitet. Ganz freundliche Person, nicht? Ja. Sieht man, wie freundlich. Hilflos, Max einfach niedergeballert. Keine Sorge, Max, ich werde euch alle rächen. Keine Sorge, werte Tänzerin, du hast bei mir nichts zu befürchten. Dass man das einfach an die Tresore rangehen kann, ne? Oder dass man dieses Tool einfach keinen besseren Sicherheitsstandard hat. Ist auch so ein Wunder. Aber ein schickes Haus hier. Ach, ja, mit Holz bekleidet hier alles. Wir wagen. Damit lässt sich was anfangen. Ja. Noch mehr Forschungs. Vasir wurde bei dem Crash verletzt. Das müsste sie bremsen. Ja, aber sie hat uns auch ausgebremst mit den Söldnern. Oh, hallo. Hey, wir sind unbewaffnet. Wir haben nichts gesehen. Ich will nichts sagen. Ich weiß jetzt nicht, ob für ein Laden das hier ist, aber wenn ich denke, weil was sie tun wollte, dass ich denke. Wäre es denn nicht besser irgendwo, wie soll man sagen, zu verdunkeln hier? Ich meine, da hat man einen guten Ausblick. Ich würde nur ein paar Tipps. Legion, wo guckst du drauf? Ich wusste es. Maschinen haben auch eine gewisse Anspannung bei Frauen. Was? Ich habe nichts gesagt. Lehrer? Was für ein Hotel ist das? Also, ein Luxusressort mit einer exotischen Komponente. Azor ist in einigen Gegenden von Ilium ein Slang-Ausdruck für ein gewisses Asari-Körperteil. Wo? Hauptsächlich im unteren Bereich. Ich meinte, wo am Asari-Körper? Ich auch. Okay. Ist
Ich finde das irgendwie gerade ziemlich witzig, abgesehen von den offensichtlichen Gründen, die gerade gesagt wurden. Es gibt nicht ein gewisses berühmtes, was halbwegs berühmtes Handyspiel namens Azur Lahn. Wie beschreibt das Spiel am besten? Ja, das sind, sag ich mal, sogenannte Schiffsmädchen. Also aus dem Zweiten Weltkrieg oder generell Kriegsschiffe, die dann in Form von hübschen Mädchen sind. Wie ich nur erwähnt habe, weil der Name Azur da gerade vorkommt. Das war wohl, denke ich mal, die Sicherheitschefin. Immer noch. Oder, ja. Gibt es hier, oder sind das hier eigentlich nur Fenster, die man so verdunkeln kann, wenn man das sagen? Blut verloren. Wir kommen ihr näher. Sie ist zäh. Das muss man ihr lassen. Sie ist ein Spectre. Spectre sind immer zäh. Sie ist Shepard. Obwohl, nein, los war am Ende, also am Anfang von Mass Effect 1 leider auch nicht so. Auch nicht so. Naja. Ich frage mich eigentlich. Ja. Wie eigentlich der Rat, dass manche übersehen kann, dass manche Spectres doch ihre Arbeit nicht so gut machen. Dass sie ihre Lizenz nicht entziehen. Ich meine, dass sie manche also die stehen über den Gesetz und können manchmal halt durchgreifen, schon, aber. Ja, einfach die Leute umzulegen. Ich meine, du kannst sagen, ich bin Spectre oder sowas in der Art und dann werden sie wahrscheinlich dich einfach freilassen. Oder einfach durchlaufen lassen. Die einfach ja einfach stumpf abzuknallen, hilft nichts. Okay, das war wohl auch ein Sicherheitspersonal. Interessant, die Mechs sind hier kein Sicherheitspersonal. Oder doch, die wurden jetzt immer zusätzlich so ausgerüstet. Vorher in der vorigen Folge in der Cutscene, ja, hatten die Mechs keine Waffen gehabt. Hatte die einfach die neuen stumpf angeguckt. Aber Ilum ist echt eindeutig der schönsten Welt im Mass Effect. Geht, yay. Aber im Mass Effect Universum kann man sich, denke ich mal, ganz gut leben. Ist eine von den meisten, eine von den wenigen Science Fiction Universen, wo man, denke ich, gut leben kann. Außer wie bei Versionen oder irgendwas anderes derartiges beginnt, aber normal ist es wahrscheinlich hier schön. Okay. Ja, Teleportation mit Biotik ist ziemlich gut. Aber warum teleportiert sich, ja. Was hier nicht einfach woanders sind, einfach. Okay, Biotik hat da gewisse Grenzen, aber dennoch könnte sie sich ja mehr oder weniger ein bisschen weiter weg teleportieren. Das kann Biotik, ja. Wir holen sie unverletzt hier raus, Mariana. Freut mich zu hören. Sie hätten nur weggehen müssen. Jetzt wird's hässlich. Bitte, ich habe einen Sohn. Einen Sohn? Hoffentlich sieht er dich wieder. Eltern zu verlieren soll für Kinder ja ziemlich schlimm sein. Narben für das ganze Leben. Ich werde sie erledigen, Vasir. Schon okay, Liara. Wir kriegen das hin. So wie immer. Soll Marianas kleiner Junge ohne Mami aufwachsen, Shepard? Thermomagazine auf den Boden, sofort. Energiezellen auch. Ja, war unwahrscheinlich. Ist das alles? Was? Was hier? Ich habe hunderte von Menschenleben geopfert, um die Destiny Ascension zu retten. Ich habe die Rachni auf die Galaxie losgelassen. Sie werden doch nicht ernsthaft ihren Fluchtplan daran aufhängen, dass ich zögere, eine Geisel zu erschießen. Liebe Löffel. Jetzt, Liara. Dass sie nicht darauf geachtet hat, dass Liara die Hand bewegt. Ich meine, das ist offensichtlich, was das Wort.
Na, jetzt bist du plötzlich putzbunter, ne? Sie haben uns gesehen. Du hast Christoph den... Man muss sagen, dieser Bosskampf ist ziemlich cool, wenn man hier, glaube ich, zum allerersten Mal oder nach Seren eigentlich ein Spectre bekämpft. Spectre gegen Spectre, das ist immer wieder interessant zum Gutachten. Und sie kann sich ähnlich wie Seren in Mass Effect 1... Okay, Seren hat sich... Naja, von den Sovereign dann mehr oder weniger korrumpieren und auslöschen lassen. Aber der Bosskampf ist ähnlich, dass sie eben halt hin und her springen und mit viel Schaden. Shepard, Mann, Jill. Geh runter! Hoffentlich. Synchronität bitte. Mit einer Drohne. Alter Schwede, Teleportation ist echt fies. Ah, Wahnsinn, den höchsten Schwierigkeitsgrad kann es ein harter Boss werden. Wie stark hat sie ihre Schilde? Selbst meine sind nicht so stark und ich... Ja, du hast dich von Anfang an dahinter... Negativ. Du hättest dich theoretisch die ganze Zeit. Er hat sich. Lassana, du hättest dich die ganze Zeit da oben teleportieren können und weggehen können. Er hätte mit der Spur nicht mehr verfolgen können. Dann ist uns theoretisch einfach gut abgeschüttet. So. Machen wir. Eine hübsche Frau vermisse ich immer. Was? Wie viel halt deine verkackten Schilder aus? Ich will nicht die schweren Waffen rausholen müssen. Okay, sie liegt eindeutig auf Geschwindigkeit. Denkst du ernsthaft, so einfach geht das bei mir? Okay. Gut gemacht, Legum. Wunderbar. Autsch. Ja. Seh mal, wie gut das klappt. So, jetzt muss die Panzer mal weg. Singularität und... Komm schon. Lässt sich von der Drohne ablenken, ne? Jetzt geht rauf. Erledigt. Tja. Sekats privates Datenpad. Damit können wir den Shadow Broker finden. Sie sind tot. Der Shadow Broker ist seit Jahrzehnten an der Macht. Er ist stärker als alles, was ihm je begegnet ist. Haben Sie deswegen den Rat verkauft, um für ihn zu arbeiten? Sie glauben, ich hätte den Rat hintergangen? So wie Seren? Zur Hölle mit ihm. Der Broker hat mir all die Jahre ausgezeichnete Informationen gegeben. Ich habe damit Leben gerettet und die Citadel sicher gemacht. Und wenn der Broker will, dass ein paar Leute verschwinden, bezahle ich diesen Preis, ohne zu zögern. Ich denke auch nicht, dass sie eine böse Asari oder sowas ist, aber sie hat, sie hat eigentlich dieselbe Methode verwendet wie der Unbekannte der Mitte, halt den Zweck oder so. Und ja. Und das geht im vielen Belangen, in jener Situation schon zu weit. Spectres sprengen keine Gebäude voller Unschuldiger in die Luft. Aber natürlich. Wir machen uns die Hände schmutzig, damit Hände hat nicht außerdem gehören sie zu Cerberus. Haben Sie eine Ahnung, was Ihre Terroristenfreunde schon alles getan haben?
was sie tun muss. Interessante Dialogoption. Na, ich weiß es, aber ich bin ja mehr oder weniger durch die Obsturia durch und bin ja nicht mehr wirklich mit ihm befreundet. Und außerdem haben sie mehr für mich gearbeitet, jedenfalls aus Shepherds Aussicht. Ich weiß, wer sie sind und was sie getan haben. Es ist nicht wichtig. Ich glaube schon. Sie wollen mich verurteilen? Sehen Sie in den Spiegel. Kinder in biotische Todeslager entführen. Admirale der Allianz töten, weil sie Fragen stellen. Und sie gehören zu ihnen. Wagen Sie es nicht, mich zu verurteilen. Wagen Sie es nicht. Man muss ihr aber in gewisser Weise zustimmen. Sie hat, was Cypress angeht, aber auch recht. Aus Shepherd hat da, was das angeht. Ja. Basir ist tot. Ich übertrage die Daten zu den Computern der Normandy. Wir können in wenigen Stunden bei der Basis des Shadow Broker sein. Er wird schon bald von Basir erfahren, wenn er beschließt, Farron zu töten. Wir holen Farron lebend daraus, Liara. Versprochen. Ich weiß. Sie sind hier, um zu helfen. Wie immer. Ist das etwa nichts Gutes? Bei unserem ersten Treffen auf Terum haben sie mich vor den Geth gerettet. Sie bekämpften einen kroganischen Kampfmeister, während ich in der Ecke kauerte. Und jetzt tun sie es wieder. Und ich verlasse mich noch immer auf ihre Hilfe. Dafür sind Freunde da, Liara. Ich kann uns mit Sekats Daten dorthin bringen. Das Tarnsystem der Normandy wird verhindern, dass sie uns entdecken. Die Agenten des Shadow Broker schießen sich immer noch durch ganz Ilium. Mit etwas Glück merken sie erst, dass wir weg sind, wenn es zu spät ist. Das ist ziemlich kalt. Sie haben Unschuldige getötet. Sie wissen, was ich meine. Tue ich das? Als ich im Handelszentrum zu Boden ging, sind sie Basir hinterher, ohne sich umzudrehen. Ich wusste, sowas bringt sie nicht um. Ich musste an Basir dranbleiben. Ich musste rational bleiben und eine Entscheidung treffen. Wie bei Sekat. Es war Basirs Schuld, nicht ihre. Sekat hatte keine Ahnung, wie hoch das Risiko war. Ich habe ihn gefährdet, um an die Daten zu kommen, die ich wollte. Ich bin schuld an seinem Tod. Und ich würde es wieder tun. Aber ab jetzt ist alles ganz einfach. Rein, Farron holen, raus. Und jeden umlegen, der uns aufhalten will. Ist das alles? Das ist alles. Halten Sie mal eine Sekunde die Luft an. Wir springen mehrere Lichtjahre. Wir haben Zeit zum Reden. Worüber? Sie sind seit meiner Rückkehr nicht mehr dieselbe, Liara. Was soll ich denn sagen? Dass ich um Sie getrauert habe? Dass ich mich schuldig fühle, weil Farron gefangen genommen wurde? Ich habe Fehler gemacht. Ich habe Verluste erlitten. Ich habe bei ihrer Rückkehr geholfen und will dasselbe jetzt auch für Farron tun. Wir können reden, sobald er in Sicherheit ist. Bis dahin ist das Genießen der Aussicht eine Beleidigung für den Mann, der uns beide gerettet hat. Okay, gehen wir. So. Ja, das ist das Schiff der Schattenburgers, was wir im Hintergrund sehen. Sehr interessantes Design. Werden wir noch gleich zu reden kommen. Jedenfalls, ich wollte nur noch schnell sagen, was Basir gerade gesagt hat. Man muss hier in einem Punkt aber auch recht geben, dass Shepard mit Cerberus... Ja, wie soll ich das am besten beschreiben? Klar, Shepard toleriert, wenn man auf gut spielt, natürlich alle Situationen nicht oder sowas, aber wie er das so gesagt hat, das ist nicht wichtig. Okay, für die Endsache, für die Kollektoren ist es zwar nicht wichtig, aber für das Gesamtergebnis, aber ihr wisst, was ich meine. Ja, es ist einfach... Ich kann sie verstehen. Ich finde auch nicht, dass man sie 100% verurteilen kann, weil Shepard auch hin und wieder fragwürdige Situationen gemacht hat. Aber man muss je nach Situation aber auch ein gewisses Verständnis, je nach Situation mal gucken, wie ist das Verständnis und wie ist es nicht. Aber nun gut, was ich jedenfalls so gesagt haben. Wir gehen jetzt zum Shadow Poker und wir haben natürlich Lehre dabei, also haben wir Platz für ein Teammitglied. Und weil wir mit am Legnon mehr oder weniger mit am wenigsten Zeit hatten, nehme ich natürlich ihn mit. Dann nehme ich, glaube ich, mal... Ja, nehme ich mal wieder mal seine Originalpanzerung mit. Ja.
Und nein, Lehrer bekommt man leider nicht als Squad-Mitglied. Sie ist nur hier in der Mission dabei. Aber der Shadowburg ist aber echt mächtig. Jedenfalls, ja, Informationen sind seine Waffe. Hagelas. Tagsüber kochen die Ozeane und 10 Minuten nach Sonnenuntergang sind sie zugefroren. Da drin lebt der Shadowbroker. Sein Schiff folgt dem Sonnenuntergang. Im Sturm nicht aufzuspüren, außer man weiß, wo man suchen muss. Wie kommen wir rein? Die Shuttlebucht ist abgeriegelt. Wir müssen landen und nach einer Luke suchen. Der Shuttleburger wird sehr vorsichtig sein, er weiß ja. Wir können nicht lange draußen bleiben. Wo die heiße und die kalte Luft aufeinandertreffen, tobt ständig ein Gewitter. Da muss echt sein, das Schiff hat ein cooles Design. Ich frage mich, ob die Gäffel wissen, oder wissen, wo der Shuttleburger ist. Oder ob sie ihn gefunden hätten. Oder die Weeball-Kollektoren. Es ist aber einfach geil inszeniert. Man kann das über Mass Effect sagen, was man will. Inszenierung ist immer gut. Ihn dann wieder ein bisschen altbacken wegen der Alterung, aber dennoch. Man merkt aber hier, dass es kein Kriegsschiff, sondern nur, Versteckschiff. Drohnenarbeit für Außenteil des Schiffs ist immer praktisch. Echt ein schickes Schiff. So. Apropos Blitze. Blitze sind ja pure reine Energie, ne? Das ist eine interessante Diskussionsthematik im Mass Effect gewesen, bei manchen Science-Fiction-Diskussionen, das sag ich nochmal schnell. Die Schilde von Mass Effect werden, soweit ich es verstanden habe, jedenfalls in vielen unterschiedlichen Foren, wenn man unterschiedliche Universen miteinander diskutiert, nachgesagt, sie können keine Energie oder sowas ablocken, weil sie nur auf Beschleunigungswaffen, also Projektilwaffen ausgelegt sind. Hier in DEC werden wir noch merken, dass totaler Bullshit ist. Beziehungsweise, ja, generell. Wenn man zum Beispiel, wenn man einen etwas höheren Schwierigkeitsgrad spielt, durchdringt die Blitze hier, dass hier Energie ist. Ja, nicht direkt durch die Schilde der Gegner, sondern entzieht die Schild und die Energie ab. Also der Schild blockt die Blitze. Also kann ich sehr wohl Energie blocken. Wenn wir den Shuttlebunker begegnen, eine Szene haben, wo er auch ein gewisses Schild hat, und das erkläre auch dasselbe. Das ist eine kinetische Barriere, Projektil und Energie selber abprallen. So. Ich will gar nicht wissen, wie groß die Armee der Shuttlefokus hier sein muss. Aber vor allem, wie will er garantieren, oder wie das garantieren will, dass die ganze Besatzung mit Lehm und Essen, mit Wasser versorgt wird. Er muss ja einen Lieferanten haben, oder das Schiff muss selbst eine kleine Station haben mit Nahrung. Alles interessante Fragen, die wir leider, glaube ich, nicht beantwortet bekommen werden. Meine ich. Bin mir auch nicht mehr hundertprozentig sicher. Wir bekommen aber am Ende der DSCs die Möglichkeit, große Datenblocks zu sehen.
über jeden Crewmitglied und über alles, was so los ist. Darüber mache ich vielleicht eine extra Folge. Da ist so viel Info drin. Über unsere Gruppenmitglieder, zum Beispiel Legion, Garrus und so weiteres. Und ja. Ich nehme vielleicht mal das Scharfschützengewehr mal. Das ist ein richtig geiles DC. Wenn man Höhenangst hat, ja. So, zurück. Na, komm doch her. Legion. Okay, Scharfschützengewehr ist so eine Sache. Hier wackelt es echt. Feinde im Anmarsch. Zack. Komm raus. Zinglang. Hey, ich sehe nichts. Wie hat die Blendgranate meine Schilde kaputt gemacht? So, dafür kriegst du einen Schuss in die Eier. Bei dem Gewehr immer tödlich. So, gehen wir rein. Dieses Schild ist unglaublich. Es muss Jahrzehnte gedauert haben, das im Geheimen zu bauen. Ich frage mich, was wohl mit den Auftragnehmern passiert ist. Das können wir uns doch denken. Jahrzehnte? Okay, ein Geheimen bauen ist so eine Sache. Ich meine, die Normandie SR2 wurde im Geheimen ja nicht mal in 2 Jahren fertig. Aber okay, das Schiff ist wesentlich größer und wahrscheinlich hat seine eigene Komplexität, das muss von Grundlagen her aufgebaut werden. Die Normandie SR2, also das Schiff, was wir hier haben, hat wenigstens eine Vorlage, wo man nicht Neues entwerfen muss. Jedes Schiff hat, glaube ich, gar keine Vorlage, okay. Aber Jahrzehnte hatte ich etwas übertrieben, vielleicht für 8 Jahre oder sowas maximal, aber keine Jahrzehnte. Da fragt man sich aber, dass das Shadowbroker nicht besser ein andere versteckt habe, wenn die Treffergamme aus, sondern es muss auch einen Fluchtplan haben, so dämlich kann er auch nicht sein. Bewegungsdämpfer. Im Inneren des Schiffs hört man den Sturm vermutlich nicht mal. Man muss echt sagen, dieses Schiff ist echt cool. Aber es ist auch nur für dieses Wetter ausgelegt. Na, hier geht's nicht umsonst decken, ne? Genau. Wir wurden entdeckt. Wo? Ah, da! Blitz für dich! Seht ihr? Sie kriegt zwar einen Schock, aber die Blitze, also die Schilde blocken oder die Bügel blockt mit den Schaden. Sie kriegt zwar einen Schock, ja. Aber sie kriegt keine Lebensanzeige weg, also, ja. Vielleicht wegen einer starken Überladung, ein rückzeitiger Schock erlitt, aber mehr auch nicht. Und den Bogenprojektor, also die Waffe, die wir haben. Schießt mit Strom, also auch mit Energie und je nach Gegnerart blockt die Schüsse das auch ab. Zum Beispiel schießt einmal mit dem Ding auf den Praetorianer, dann gehen nur die Schilder ein bisschen runter, aber die Lebensanzeige bleibt immer noch gleich. Also Ego, ja, Mass Effect Schilder können sehr wohl Energie abblocken. Ich verstehe nicht, warum man gegenteilige Meinung ist. Naja, muss ich nicht verstehen.
Der Punkt ist, das Spiel beweist das Gegenteil. So. Interessant, ich schieße in den Schindel weg und die haben noch einen Sprachtransmitter, der irgendwie noch irgendwas spricht. Oh. Das ist schwer zu ausblitzen. Okay, ich brauche mal wieder Muni. Ja, die Folge wird wieder lang, aber ich wollte in dieser Folge das DLC beenden. Okay, keine Muni mehr, leider. Das Schiff ähnelt ein bisschen wie ein Fisch auch ein bisschen. Ich meine, ja, die Platten wirken ein bisschen wie Schuppen beim Fischen. Cooles Detail. Ich glaube, die Pistole soll ich mal vielleicht auch da mal wieder benutzen. Danke. Kuckuck. Wunderbar. Wir rücken immer weiter vor. Oh, hallo. Autsch. Direkt in den Schädel. Okay, das Problem, dass sie hin und wieder brennen, die schreien so wild rum und winzen sich, dass er manchmal nicht trifft. Oh. Diese Blendgranaten. Hat wer noch Muni übrig? Nein. Da ist eine Schiene. Oder, ey, ich wollte die Munition aussammeln, wenn Chip hat. Oh, Gott sei Dank. Ich hasse es, wenn man keine Munition mehr hat. Aber echt ein großes Schiff. Nicht mal ein Geländer. Die Männer vom Broker patrouillieren sicher gern auf der Hülle. Wenigstens ist der Ausblick schön. Ja. Aber einmal falsch stehen, wohin latschen, dann bist du weg. Das ist ziemlich praktisch. Haben wir noch irgendwas? Okay, nee. Verschlossen. Moment. Ich habe ein Schandprogramm zum Umgehen. Damit knacke ich das. Na, hoffentlich. Wie lange wird das dauern? Ich weiß es nicht, Shepard. Ich bin noch nie in die Basis des Shadow Broker eingebrochen. Zumindest nicht in diese. Okay, wir müssen die Stellung halten. Befehl erhalten. Bleibe in Deckung. Sind Sie sicher, dass der Schand funktioniert? Sowas ist sogar auf Ilium illegal. Garantie war keine drauf. Aber Sie haben ihn doch getestet. Da kommen noch mehr. Sagen Sie mir, dass Sie ihn getestet haben. Keine Zeit mehr. Also heißt das nein. Synchronität, danke. Direkt in den Arsch. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße, von Blitz erwischt doch. Okay, wenn man einmal... Es dauert bestimmt nicht mehr lange. Wissen Sie noch, früher hat man einfach auf alles Universalgel geschmiert. Dieses Sicherheitsupgrade hat viele Leute unglücklich gemacht. Au. Achtung, es kommt noch mehr. Ja, so kann man das Verbesser für deins. Man konnte immer seine Ausrüstung irgendwie abbauen, damit Universalgeld gewinnen. Dann bekommt man einfach alles auf Sicherheitstüren oder sowas rausspielen, dann kommt man überall durch.
Also effektivere Sicherheit wäre besser. Was man ja im Mass Effect ja durchaus getan hat. Legion! Du bist doch klug, geh doch in Deckung. Ja. Schuss in den... Schuss ins Bein. Wieder Schuss in den Arsch. Okay, schön. Wir brauchen aber neue Muni. Da. Shepard, geht auf Deckung. Mist. Hm. Okay, ich habe wieder voll Muni für das Ding, also. Ihre Angriffe sind nicht organisiert. Es wäre effektiver, wenn sie alle gleichzeitig angreifen würden. Bitte geben Sie den Söldnern keine Tipps. Feinde im Anmarsch. Ja, da hat Dira aber recht. Es ist praktischer, wenn die alle auf einmal ankommen würden, anstatt alle in Wellen anzutanzen. Okay, sollte man vielleicht mal ganz die Waffe benutzen. Das reicht schon. Flieg hoch. Hui. Oh. Ja, man muss den Gegner nur helfen. Da wissen sie auch, was sie tun. Da seht ihr, die eine Waffe hat den Schild auch nicht komplett gesenkt oder vernichtet oder den Feind Schaden gemacht. Also der Schild hat sehr wohl den Schaden geblockt. So, gemäß der Fett Andromeda, kurz kleiner Spoiler, hat einer mit Biotik einen Blitz geblockt. Und das soll eine heißen Biotik oder die Schilde von Mass Effect können, oder die kinetischen Schilde, was auch immer, können die Energie nicht absorbieren oder ablenken oder ablocken. Egal. So. Na, als ob drin weniger die Gegner wären. Haha, das wär's doch. Okay, wir brauchen an sich den Boom-Projektor an sich nicht mehr wirklich viel. Ich denke, ich nehme nochmal 6 Schüsse mit den Dingen. Wenn wir ihn drin sind, dann geht es schneller. So. Ja, Beleuchtung hat man auch gespart. Legion glitzert wunderbar mit seinen Überschilden. So. Aber wie ein persönlichen Terminal. Ja, mache ich vielleicht nächstes Mal. Hallo, meine Damen und Herren. Und Aliens. Da muss. Noch mehr von denen? Muss sagen, die Musik ist aber geil. Die Gefschrufflinte wird mehr Sinn machen bei einem Kampf. Und dieses Schiff braucht ein bisschen mehr Farbe. Hier sind die überall nur Kabel. Die müssen mal besser verlegt werden. Er hat die Granate so geworfen, dass er sich eher sich selber blendet. Was für ein Schwachkopf. Hallo. Hehehehe. Der nächste, bitte. Ich liebe diese Shotgun. Okay. Jetzt reicht's mir.
über Kommunikationsbalken anscheinend. Vielleicht benutzt er deswegen hier den Wind oder sag mal die Blitze als Energiesystem. Dafür braucht er keinen Generator, um das Schiff zu betreiben. Er hat die Natur um den Planeten. Das ist ein großer Vorteil allerdings. Einmal ein Aussetzen und dann ist das Schiff weg. Wie der Sony sagt wahrscheinlich. Außer das Schiff hat noch ein paar Sicherheitsbackups. Was durchaus sein kann. Jedenfalls ist der Städtebunker ja nicht dämlich. Ich habe den Plan des Schiffs runtergeladen. Wir sind unterwegs zum Zellenlock und zu Farron. Schade, dass man sich nicht anschleichen kann, wirklich. Oh, hallo. Aua. Shepard, fass dich. So. Okay, da ist wo Farron. Hm. Wo kommst du auf? Ja, da drin ist so Farron. Sieht er noch aus. So. Ich will mich aber nochmal kurz hier umsehen. Die Tür geht nicht offen, ne? Nö. Ja, da ist Farron. Alter, da ist echt eine Menge Energie. So, dann mal die Tür aufmachen. Dann würde meine Shadowburger halt bessere Sicherheitsstandards. Ich meine, es ist der Shadowburger. Farron. Liara. Halt durch. Wir holen dich hier raus. Oh oh. Farron. Was zum Teufel hat der Broker bloß mit Ihnen vor? Die Maschine reagiert darauf, wenn man daran herumspielt. Dieser Stuhl ist an das Infonetzwerk des Brokers angeschlossen. Sie müssen erst die Energie abdrehen. Wenn Sie mich jetzt rausziehen, kocht mein Gehirn. Weißt du, wo wir die Energie abschalten können? Das wird nicht einfach. Sie müssen zur Operationszentrale. Hm. Wozu soll dieser Käfig gut sein? Ich glaube nicht. Das ist ein neuraler Erdungsstab. Die medizinischen Geräte sollen nur dafür sorgen, dass er nicht stirbt. Wir müssen das alles hier beenden. Richtig viel Folter. Woher hatte der Broker die Söldner? Er hat eine Privatarmee aufgestellt. Sie sind absolut leer. Shepard, wir haben wirklich keine Zeit. Also, wenn wir Shepard böse spielen, müsste es hier eigentlich noch mehr Abzug geben, dass er nochmal richtig sadistisch ein paar blöde Fragen stellt und dass er das genießen kann, die Folter. Ihr wisst, was ich meine. Was wissen Sie über den Broker? Er hat mir das angetan. Ja, das habe ich auch gemerkt, Blitzmerker. Ich hatte gehofft, Sie wüssten, was er ist. Ich habe ihn nie deutlich gesehen. Aber er ist groß. Die Wachen haben Angst vor ihm. Ein Kroganer? Nicht jeder, der sein Büro betritt, kommt auch wieder raus. Ah, nee. Einfach oder nicht, wir kommen alle hier raus. Gut. Die Operationszentrale ist am Ende der Halle. Sie wissen, dass der Shadow Broker auf Sie wartet, oder? Ich zähle fest darauf. Wir kommen dich holen, Farron. Ich gehe nirgendwo hin. Alle Teams zum Außenposten zählt. Sichtkontakt herstellen. Ziele markieren. Ja, viel Glück, ihr werdet alle von mir niederkriegen. Ach was. Hm? Tschüss. Komm raus. Erwischt. Hey du. Tschüss.
Jetzt werden wir dem Joker persönlich begegnen. Haha. Alles voller Kabel. Der Schellenbunker sollte eigentlich, wenn sicherer sein. Ein Fehlschuss oder sowas und dann könnte irgendwas kaputt gehen. Zack. Tja, das sollte wohl der Assistent oder Sekretariat des Schellenbunkers. Jedenfalls könnte er sich da was zu trinken holen. Wie schön. Freundchen, bereit machen oder nicht? Ich komme. Oder, ja, jetzt komme ich. Auf Ilium war nicht gerade subtil. Extrem, aber notwendig. Nein, war es nicht. Und Farrens zweijährige Haft auch nicht. Dr. Tessoni, Ihre Einmischung hat das alles verschuldet. Farren hat mich hintergangen, als er Ihnen Shepards Leiche übergab. Der Drell bezahlt ganz einfach den Preis dafür. Jemand muss Sie für Ihre Zusammenarbeit mit den Kollektoren bestrafen. Es war eine Partnerschaft zu beiderseitigem Vorteil. Zum Glück werde ich dank des FFS der Normandy die Reste der Kollektorenbasis bergen können. Ja. Er hat wohl auch der unbekanntes Datenbank wohl gehackt. Sonst wüsste er wahrscheinlich nicht, dass die Kollektorenbasis zerstört wurde. Interessant. Hier nochmal am Ende. Wenn man die Hauptsache nochmal voll durchgespielt hat, mit DLCs wird hier mal darauf aufmerksam gemacht. Aber ansonsten, bei anderen DLCs in manchen Sequenzen nicht. Interessant. Eine Basis dieser Größe ohne Crew zu betreiben, dürfte nicht einfach werden. Sie sind alle ersetzbar. Ihre Ankunft ist lediglich eine Unterbrechung. Genug geredet. Meine Operationen sind zu wichtig, um von einem Verräter gefährdet zu werden. Für jemanden, der kein Rückzugsgebiet mehr hat, sind Sie ganz schön selbstbewusst. Sie reisen mit faszinierenden Gefährten, Doktor. Danke, dass Sie mir den Geth mitgebracht haben, Tessoni. Cerberus hat seinen Verkaufspreis unterschätzt. Sie legen an niemanden mehr Hand an. Es ist sinnlos, mich herauszufordern, Asari. Ich kenne alle Ihre Geheimnisse, während Sie in trüben Fischen. Ach ja? Sie sind ein Jag, eine Spezies ohne Raumfahrt, die auf ihrer Heimatwelt unter Quarantäne gestellt wurde, weil sie die ersten Kontaktteams des Rats massakriert hat. Diese Basis ist älter als die Entdeckung ihres Planeten. Vermutlich haben sie den ursprünglichen Shadowbroker vor 60 Jahren getötet und seinen Platz eingenommen. Ich nehme an, ein Trophäenjäger hat sie von ihrem Planeten geholt, weil er einen Sklaven wollte. Oder ein Haustier. Na, wie war das? Anscheinend ziemlich nah an der Wahrheit dran. Scheiße. Richtig scheiße. Gwant, ich brauch dich mal. Ich glaube, selbst Gwant hat keinen Bock auf den. Legion, alter Freund. Gwant wird sich richtig freuen, diesen Bosskopf zu haben. So. Du bist aber schlechter ausgerüstet als was hier. Das soll ich dir angemerkt haben. Das müsste sie ausbremsen. Batsch. Energie und Projektile prallen ab. Dann machen wir es auf die harte Tour. Ja. Wie gesagt, Kugeln und Energie prallen an die kinetischen Schilde da ab.
Ja, mit noch einem fetten Schutzschild, ey. Da sind sie. Mal sehen, wie viel Schaden macht das Ding bei dir? Die Atombombe hätte ich lieber nicht mitgenommen. Macht zwar gut Schaden, aber die Schilder halten das aber durchaus weg. So. Schnell weg. Schnell, Bert, schnell. Oh. Wenn Sie ihn dazu bringen, den Schild wieder hochzufahren, habe ich eine Idee. Na gut. Ich glaube, das wäre Scharfschützengewehr, sollte mal ran. Ja, ja, das hat doch Schaden gemacht. So, schnell auf die Fresse. Mit zu viel Energie man von seinem eigenen Schiff niedergemacht. Richtig voll pulverisiert. Jedenfalls sind wir wieder online. Standardverfahren fortsetzen. Wir spielen innerhalb eines Sonartages einen Statusbericht über alle Operationen. Shadow Broker, out. Meine Göttin, Emotiane. Du. Du. Wie? Nun. Jeder, der ihn gut persönlich gesehen hat, ist tot. Ja. Übrigens, ja. Das ist tatsächlich Mass Effect 3 lieber. Ja. Oh, jetzt kommt Mass Effect 1 Musik. Ah. Ist es wirklich eine gute Idee, die Rolle des Shadow Broker zu übernehmen? Andernfalls verlieren wir alles. Seine Kontakte, seine Handelspartner. Beides würde uns sehr helfen. Das stimmt. Mit dem Informationsnetzwerk des Shadow Broker kann ich Ihnen... Ich überprüft dann mal die Energieversorgung. Ja, kann man auch machen. Am besten natürlich nimmst du Legion mit. Legion hilft dir dabei. Es ist vorbei. Es ist endlich 2 Jahre lang. Ach komm. Schon in Ordnung.
Jahre um sie und Farron getrauert. Nun habe ich sie beide zurück. Ich... Mal sehen, was wir hier haben. Keine Schutzmaßnahmen oder Userbeschränkungen. Als hätte er nie damit gerechnet, dass jemand außer ihm hierher kommt. Und es gehört alles uns. Wollen Sie wirklich hierbleiben? Ich könnte Sie auf der Normandy brauchen. Ich muss hierbleiben. Wir müssen das ausnutzen, Shepard. Ich wollte lediglich Farron retten. Aber ist es falsch, dass ein Teil von mir das hier will? Mit dem Netzwerk des Shadowbroker kann ich Ihnen helfen. Vielleicht kann ich aus diesem Unternehmen etwas Besseres machen. Seien Sie diesmal keine Fremde. Kommen Sie vorbei, wenn Sie können. Die Tür steht immer offen. Danke, Shepard. Für alles. Das, wo das größte Informationsnetzwerk, was es in der Galaxis gibt, in ihrer Hand. Sie freut sich. So. Shepard hat den Shadowbroker besiegt. Eine Information über die geplante Vernichtung von Cerberus wird bekannt. Als Lyra Tesoni übernimmt, die Beziehung der Asari zu Shepard muss sorgfältig beobachtet werden. Okay. Also. Noch ein geiler Punkt an DCs. Das Shadowbroker Schiff kann man jetzt mehr oder weniger nur die Hauptzentrale begehen oder einen hinteren Teilbereich des Schiffes. Das werden wir in der nächsten Folge ein bisschen kurz euch erkunden und dann, ja. Hier seht man unsere Freizeitkleidung. Sehr gerne. Und, oh, hallo. Wer bist du denn? Willkommen zurück, Shadow Broker. Oh. Was ist das? Das ist der VI-Assistent des alten Broker. Er war beim Wiederaufbau des Netzwerks durchaus hilfreich. Sagen Sie bitte Bescheid, wenn ich sonst noch etwas für Sie organisieren kann, Shadow Broker. Außerdem hält er jeden im Raum für den Broker. Ich kümmere mich später um die Feineinstellung. Mein Handbuch steht offen, wann immer Sie Zeit haben. Danke. Dossier. Also, Dossiers, also hier gibt es echt eine Menge Infos noch. Diversionsmöglichkeiten, Ladensteuer und so weiter. Man kann echt noch eine Menge hier machen. Aber das war echt, glaube ich, echt eine lange Folge genug und demnach sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Hoffentlich hattet ihr genauso viel Spaß mit dem DCWE wie ich. Und möge ihr noch einen schönen Tag oder Abend haben. Tschüss!